Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt gute Gründe, diesem Antrag zuzustimmen. Denn wenn Berlin die soziale Balance in der Stadt erhalten will, dann brauchen wir schlicht mehr soziale Erhaltungsgebiete. Wo Verdrängung und soziale Entmischung drohen, muss es möglich sein, Luxussanierungen zu unterbinden und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen einzudämmen. Die Ausweisung als Milieuschutzgebiet ist zudem Voraussetzung dafür, das kommunale Vorkaufsrecht auszuüben, jüngst und einmalig zu besichtigen in der Groß-Görschen Katzlerstraße. Für die Stärkung einer sozialen Stadtentwicklung in Berlin sollte also die Zustimmung zu diesem Antrag selbstverständlich sein, und zwar nicht nur für die Opposition, sondern auch für die Koalition. Dass mehr Milieuschutz starke, handlungsfähige Bezirke braucht, das hat ja auch Frau Spranger gerade gesagt. Die Voruntersuchungen müssen bezahlt werden. Wir brauchen kompetentes Personal, um die Regelungen zu überprüfen. Und es darf eben nicht mehr sein, dass diese Untersuchung und die Ausweisung allein wegen Geldmangel ausfällt oder dass dieser Grund vorgeschoben werden kann, weil man die inhaltliche Debatte scheut. Wir wissen, dass die gezielte Wahrnehmung des Vorkaufsrechts für strategische Ankäufe sinnvoll ist und überfällig. So können nicht nur Quartiere stabilisiert werden, so können auch Hauseigentümer in ihre sozialen Schranken gewiesen werden. Auch hier muss der Senat die Bezirke unterstützen und den Flächenankauf im Interesse einer sozial und funktional ausgewogenen Entwicklung ermöglichen. Dafür brauchen die Bezirke Geld, das haben sie nicht. Das gilt übrigens auch für Oeynhausen. Wir wissen, dass das kommunale Vorkaufsrecht in einem kurzen Zeitraum ausgeübt werden muss. Die notwendigen Beschlüsse müssen schnell, gegebenenfalls auf Vorrat gefasst werden. Vor allem aber müssen die finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Neue Verfahren müssen etabliert werden und sich einspielen. Aus unserer Sicht ist es absolut notwendig, einen Fonds für den Flächenankauf zu bilden und einen ständigen Ausschuss von Vertretern aus Bezirken und Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Finanzen, der bei Bedarf schnell entscheiden kann. Und noch ein weiteres Argument spricht für mehr Milieuschutz. Nur die Möglichkeit, das kommunale Vorkaufsrecht wahrzunehmen, Klammer auf, also auch auf Geld für den Grundstücksankauf zugreifen zu können, Klammer zu, versetzt die Bezirke in die Lage, Abwendungsvereinbarungen mit Eigentümern überhaupt zu schließen. Dann könnten diese verpflichtet werden, sich an die sozialen Erhaltungsziele zu halten. Dann könnte möglicherweise auf den Vorkauf verzichtet werden. Aber Voraussetzung dafür ist, dass der Vorkauf möglich ist. Berlin muss endlich Signale setzen, dass in den Kiezen, die unter Druck sind, Spekulanten keine Chance haben und Investoren und Eigentümer sich an soziale Spielregeln zu halten haben. Aber auch das geht eben nur mit Geld und mit Personal. Als letztes gewichtiges Argument für den Milieuschutz: auch energetische Modernisierungen unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt in Milieuschutzgebieten. Und so kann die drohende Verdrängung mittels zweifelhafter energetischer Sanierungen eben auch zurückgedrängt werden. Sonst geht es so weiter wie bisher. Ökologisch zweifelhafte Modernisierungsmaßnahmen und daraus folgende Mietsprünge setzen einen Verdrängungsmechanismus in Gang, von dem viele Berlinerinnen und Berliner aktuell betroffen sind und der die soziale Struktur in dieser Stadt dramatisch verändert. Abschließend möchte ich betonen, wie wichtig es ist, den Milieuschutz in Berlin einheitlich zu handhaben. Dafür sind Austausch, Steuerung, Unterstützung und gegebenenfalls auch inhaltliche Vorgaben des Senats notwendig. Von der Ausweisung auf der Grundlage klarer Kriterien über eine einheitliche Genehmigungspraxis bis hin zum Vorkaufsrecht, dem Fonds und den Regelungen für Abwendungsvereinbarungen. Es kann nicht angehen, dass Neukölln und Lichtenberg den Milieuschutz weiter blockieren, dass Reinickendorf die Bewohnerinnen und Bewohner der Steinbergsiedlung im Stich lässt, genauso wie der Bezirk Mitte die Bewohnerinnen und Bewohner der Wilhelmstraße. Dass es auch anders geht, das zeigt Tempelhof-Schöneberg. Wir drücken die Daumen, dass das Engagement der IG GroKa durch den Ankauf belohnt wird und dass dieses Beispiel Schule macht. Vielen Dank.